Fahrradhilfe Rottenbrücke. Unsere amerikanischen Freunde haben dafür einen liebenswerten Ausdruck. Pixie Dust, der Feenstaub. Aber es glitzert und funkelt hier nicht bei Walt Disney in Cinderella's Castle. Diese zauberhafte Atmosphäre habe ich in Deutschland gefunden, tief im Osten an der Saale, im sogenannten Feenwäldchen. Und man beachte, Wäldchen bedeutet kleine Welt, auch wenn sie im Wald liegt. Am frühen Morgen komme ich gerade noch rechtzeitig, um die Metamorphose mitzuerleben, wenn sich junge Saalfelder Damen zu Feen und Elfen verwandeln, damit die vielen Kinder und Kindgebliebenen einen zauberhaften Tag erleben können. Wie schon gesagt, wir befinden uns an der Saale, also mitten in Thüringen. Und hier gibt es nicht nur Feen, sondern auch eine Menge Nutrias im noch sauberen Fluss. Fett und gefräßig und so zutraulich, dass man argwöhnen möchte in noch nachwirkender Märchenbeseeltheit, dass sich in ihnen vielleicht doch Prinzen und Prinzessinnen verborgen haben. Aber nein, kein Kuss. Das Leben ist nur ein langer, ruhiger Fluss. Solche friedlichen Landschaften verursachen bei mir eine gewisse Lethargie, ein Königreich für einen Platz unter der Trauerweide. Naja, wir wollen ja Saalfeld entdecken. Stadttore säumen den Weg, erstes Indiz, da gab es früher was zu schützen. Der Blick von oben ist erst einmal gefällig, eine dieser ostdeutschen Kleinstädte, die nach der Wende so wundersam wieder aufblühen konnten. Mit viel Renovierung und Restauration hat sich nach 30 Jahren das mufflige Verfallsgrau aus der DDR zu einer properen Innenstadt zurückverwandelt. Ich stehe hier auf dem Dartor aus dem 14. Jahrhundert. Damals stand es für den Reichtum der Stadt Saalfeld. Ach ja, wenn Mauern erzählen könnten. Ich finde es immer total faszinierend, wenn ich in so kleine Städtchen komme wie Saalfeld, 25.000 Einwohner in the middle of nowhere. Und dann überlegt man sich, wie war das eigentlich früher, so im Mittelalter? Und dann muss man auf einmal feststellen, Saalfeld war damals eine echte Nummer. Denn jeder, der zwischen Nürnberg und Leipzig unterwegs war und Handel treiben wollte, der musste an Saalfeld vorbei, durch Saalfeld hindurch. Und das bedeutete Geld dalassen. Und dann ging es den Leuten hier ganz gut. Gut, das mit dem Reichtum ist heute vielleicht nicht mehr ganz so, aber das Rathaus zeugt von glanzvollen Tagen. Die Barben im Stadtwappen erzählen vom Fischereirecht und die genau 56,6 cm lange offizielle Elle neben dem Eingang vom Tuchhandel, der hier gepflegt wurde und bei dem offensichtlich auch früher schon kräftig von den Händlern beschummelt wurde, wenn man sie nicht erwischte. Eine Stadt mit bürgerlichem Selbstbewusstsein. Schließlich hat selbst Kaiser Karl V. hier genächtigt und wenn Saalfeld nicht, wie so viele im Mittelalter, durch zwei verheerende Stadtbrände so große Vernichtung erfahren hätte, dann würde es auch heute noch rund um den Marktplatz viel mehr historische Bauten geben. Schließlich wurde Saalfeld bereits 1180 von Kaiser Barbarossa als Reichsstadt angelegt und da war man bereits fast 300 Jahre alt. Kein Wunder, dass da die Saalfelder auch gerne heute mal mit Stolz das Kreuz durchdrücken, als eine der ältesten Städte Thüringens. Sie verströmt jedenfalls eine Lebensqualität, von der manche Kleinstadt im Westen heute träumt. Auch das sollte manch nörgeliger Mensch im Osten mal bedenken. Zentrum der Altstadt und auch Epizentrum der kulturellen Bedeutung Saalfelds ist die Johanneskirche. Auf den Brandüberresten einer römischen Basilika entstand hier eine der größten Hallenkirchen Thüringens. Blutrote Klebertsäulen streben gen Himmel, der hier etwas ganz Besonderes ist. Im Deckengewölbe des spätgotischen Bauwerks blüht die Himmelswiese mit über 200 Heilpflanzen. Da denke ich mir mal gleich, puh, zum Glück genug Ablenkung bei langweiligen Predigten soll es ja auch mal geben. Aber Sie hören schon, hier wird man äußerst kraftvoll aus dem Sekundenschlaf wieder ins Irdische zurückgeholt. Dafür sorgt Andreas Marquardt oben auf der Empore und dafür hat er ein mächtiges Instrument, eine der legendären Sauerorgeln aus der Romantik. Verborgen hinter einem wunderschön verspielten Prospekt aus dem 18. Jahrhundert wummern und tirillieren hier die Pfeifen, dass einem die Töne der Könige der Instrumente nur so um die Ohren fliegen. Der 1831 geborene Sauer baute mit seinen Mitarbeitern zu Lebzeiten über 1100 Orgeln und eine davon, eine klanglich sehr bedeutende, schmückt eben die Johanneskirche in Saalfeld. Ich traue mich hier gar nicht irgendwo drauf zu drücken, hinzusetzen. 3000 Töne haben wir hier oder wie viel?
3000, okay. Und der Organist von dieser wunderbaren Orgel wird jetzt uns mal etwas ganz Romantisches intonieren. Ja, das ist doch wirklich schön. Kann man das eigentlich so sagen? Sauerorgeln sind die Orgeln fürs Herz? Auf jeden Fall. Mit ihrem warmen, weichen, romantischen Klang gehen sie bis ins Innerste. Und wenn man jetzt diese Sauerorgel hier in Saalfeld nimmt, die einmal wunderschön aussieht, aber die auch sehr schön warm klingt, ist das jetzt irgendwas, wo Organisten sagen, oh, da muss ich mal dran spielen? Olivier Latry, Organist von Notre Dame in Paris, war begeistert und nicht nur er. Jetzt müssen natürlich unsere Zuhörer, die vielleicht keine Orgel-Experten sind, der Notre-Dame-Organist gilt als der Weltbeste überhaupt. Und wenn der sagt, hier in Saalfeld, da steht eine super tolle Orgel, dann kann man sagen, das ist der Ritterschlag oder so. So kann man das sagen. Und nicht nur durch Herrn Latry, auch durch Stefan Engels oder durch Michael Schönheit ist die Orgel schon lange zum Ritter geschlagen. Und jetzt... Es war immer schon ein Kindheitstraum von mir. Ich will mal irgendwie mit einem kleinen Finger ganz viel Lärm machen. Darf ich das? Wo darf ich jetzt drauf drücken? Egal wo? Da unten? Unten ist am lautesten. Da unten. Achtung. Ach. Wieder was auf der Bucketliste, was ich abstreichen kann. Aber das ist auch so schön. Nein, ich spiele jetzt nicht weiter. Das hört sich nur schrecklich an. Und jetzt machen wir es ein bisschen laut. Und wer Lust hat, auch zu hören, fast jeden Mittwochabend verwandelt sich das Kirchenschiff zu einem Konzertsaal, ganz konfessionslos. Wo ich schon mal auf fast halber Höhe war bei der Orgel, bin ich auch gleich hochgelaufen zur Stube des Glöckners. Der hatte früher natürlich die 1A-Aussicht, dafür wohnte er quasi auf den Glocken. Kleine Wegzehrung wieder unten. Und noch was muss man unbedingt in Saalfeld essen, oder man darf es in Saalfeld essen. Dieses kleine goldene Ding, eine Kalorienbombe. Und ich glaube, viele Kinderherzen schlagen höher, zumindest von Menschen, die früher mal Kinder waren in der DDR. Denn das war sozusagen die Milka der DDR von Mauxion, das wunderbare Nougat-Tütchen. Wenn man brav war, dann durfte man das essen. Und das wurde hier in Saalfeld hergestellt. Also Saalfeld war sozusagen die süßeste Versuchung, die man sich vorstellen konnte. Und das probiere ich jetzt einfach mal. Nicht dran denken, dass es mindestens 500 Kalorien sind. Es ist einfach lecker. Und das sind so die Momente des Drehens, wo man hofft, dass man die Szene ein paar Mal wiederholen muss. Nee, lieber nicht, sonst kriege ich heute kein Mittagessen. Ich muss ja auch noch was anderes gleich essen. Auch von Saalfeld, auch aus Thüringen. Und deshalb, die Aufnahme ist es jetzt. Cut! Es geht im weitesten Sinne kulinarisch weiter. Bei meiner kleinen Entdeckertour hinter dem schweren Tor verbirgt sich ein historischer Bierkeller. Leider ein heute leerer. Über 20 solcher Lagerstätten hatte Saalfeld einmal tief in der Erde gekühlt mit Eisblöcken aus dem Winter. Ich ahne schon, dass Bier hier in dieser Ecke von Thüringen eine nicht unerhebliche Rolle spielt. Über Tage in der Saalfelder Brauerei platze ich gerade in ein quasi amtliches Trinkgelage. Die Brauereifachleute süffeln aber mitnichten ihr Deputat. Hier wird jeden Tag fachlich verkostet. Denn Saalfeld ist, was ich zugegebenermaßen nicht ahnte, ein echter Name am Bierhimmel eines Fans des deutschen Reinheitsgebotes. Allein schon dieser Klang dürfte Musik sein in den Ohren selbst derer, die es nicht so haben mit Sauerorgeln und so. Man muss natürlich, nein, man darf ein bisschen trinken, wenn man hier im Brauhaus zu Gast ist. Wir haben was ganz Besonderes im Glas, oder? Ja, wir haben hier das Ursaalfelder. Es ist ein klassisches Märzenbier, das mehrfach European Beer Star Sieger ist und damit das meist ausgezeichnete Bier bei diesem Brauwettbewerb ist. Also, das heißt, ich trinke jetzt ein Bier, das ist das meist ausgezeichnete Bier in Europa? Ja. Und habe noch nie was davon gehört, aus Saalfeld? Ja, da habe ich immer so einen Spruch drauf, wie viel Drei-Sterne-Restaurant kennen Sie? Und so ist es genauso mit dem Bier. Wir sind eine kleine Brauerei in Thüringen und
haben die Spezialitäten, die andere Brauereien nicht haben. Na, dann zum Wohl. Wenn man hier in Thüringen ist, was muss man essen? Thüringer Rostbratwurst, aber wirklich. Und hier in Saalfeld habe ich mir sagen lassen, soll es eine der besten geben, da wo die Feen ihr Unwesen und ihr Wesen treiben und wo der Bergmann hinter mir streng darauf achtet, dass alles genau nach dem Reinheitsgebot von Thüringen hergestellt wird. Wir wissen nicht aus Überlieferung, ob die Bergleute im Mittelalter auch schon Rostbratwürstchen gegessen haben. Aber wenn sie es denn hätten können, hätten sie es bestimmt getan. Bin ich voll auf zufrieden. Also eine Wurst, ist lecker. Bier, super. Und noch Nougat-Tütchen. Was will man mehr? Jetzt darf ich endlich in den Saalfelder Untergrund abtauchen und dabei gleichzeitig in die touristische Top-Attraktion der Stadt. Ich befinde mich in den Gängen der Feengrotten. Ganz früher schufteten die Arbeiter hier in einem Alaun-Schiefer-Bergwerk. Es ist feucht, kühl und eng. Also diese Gänge hier, die erziehen zur Demut. Eigentlich war diese Alaungrube ein Zuschussgeschäft, also wurde sie geschlossen und vergessen. Welch ein Glück aus heutiger Sicht. Viele Jahrzehnte konnte die Natur die Höhlen völlig ungestört zurückerobern, ohne Bergleute, ohne klimatische Einflüsse von außen. Welche Überraschung, als man kurz vor Weihnachten 1913 zum ersten Mal wieder hier stand. Die chemische Gemengelage hatte die Kammern im Berg zu einem grandiosen Malkasten der Natur verwandelt. Die fragilen Stalaktiten konnten wachsen, das Wasser tröpfelte durch die Gesteinsschichten. Eigentlich war der neue Betreiber der Grube auf der Suche nach einer Heilquelle, die angeblich im Berg war und die dem Bankier Geld bringen sollte. Doch nun stand man plötzlich in einem Märchendom mit seiner Gralsburg, der einfach nur schön sein wollte. Darf ich dir jetzt sagen, Sie haben Ihr Herz an diese Grotte verloren? Ja, ich habe mein Herz an diese Grotten verloren, weil es eine der schönsten Grotten ist, die ich je kenne. Es sind die farbenreichsten Schaugrotten der Welt, laut Guinness Buch. Ja, wie viele Farben sind das? Haben Sie mal gezählt? Ich habe sie noch nicht gezählt, da sind sich die Wissenschaftler ja auch nicht einig. Aber auf der mittleren Sohle, die linke Grotte, hatte die meisten Farbnuancen. Über 75 sind auf alle Fälle festgestellt worden. Wir sind 35 Meter unter der Erde im Moment. Und es ist der schönste Teil. Mein Herz habe ich deswegen verloren, weil ich hier so viele Leute schon begeistern konnte und geführt habe. Und wenn wir daran denken, wo wir jetzt sitzen, da an dieser Stelle standen fast 20 Millionen seit der Eröffnung 1914. Das ist schon eine gewaltige Zahl. Ja. Und wie gesagt, es ist eines der drei wichtigsten Touristenziele in Thüringen. Nach der Wartburg und nach den Weimarer Klassik-Gedenkstätten sind die Saalfelder Feengrotten. Sind wir heute ganz klassisch und ich glaube, man sagt am Schluss Glück auf oder so? Ja, ich möchte mich gerne. Wir sind ja hier mitten im Bergwerk, wenn es auch nicht nur 30 sind, und nicht 3000 Meter. Es gibt die Welt der Wunder und hier gibt es das Wunder tief im Berg in Saalfeld und da verabschieden wir uns immer gern von unseren Besuchern mit einem Glück auf, dem traditionellen Bergmannsgruß. Glück wir auf. Wir verabschieden uns jetzt nicht, wir gucken nämlich weiter. Wunderbar, aber ich sage es mal, Glück auf und Dankeschön. Herzlich willkommen in Saalfeld. Danke. Zwar keine Heilquelle, aber gute Luft. Viele Besucher schätzen gerade das an den Feengrotten, lerne ich. Die alte Zeche wird auch medizinisch genutzt. Die Luft ist absolut rein, feucht und etwas radioaktiv und offensichtlich deshalb eine Freude für unsere zivilisationsgeschädigten Bronchien. Ideal für meinen Schnupfen, mit dem ich nach Saalfeld kam. Was bedeutet das denn jetzt? Wenn wir jetzt hier eine Stunde ausharren, haben wir dann die Erkältung hinter uns, oder? Noch nicht ganz, werden uns viel, viel erleichterter fühlen. Denn dieses besondere Klima, diese sehr, sehr gute Grubenluft, die hilft bei vielen Erkältungskrankheiten. Asthma, Bronchitis, Keuchhusten, COPD und so weiter. Und sie wird auch unserer Erkältung gut tun. Und wenn ich das jetzt hier mache, also ist das dann so, dass ich dann sofort einschlafe oder nehme ich was zu lesen mit oder was mache ich denn hier? Ein bisschen ist ja total schön hier, aber ein bisschen langweilig ist es ja schon. Nein, das ist nicht langweilig. Nee. Im Schoß der Erde ist es mal endlich entspannt. Hier gibt es kein Handy, keine Störung. Sie können lesen, Sie können die Augen zumachen. Jeder ist, wie er das möchte, da auch anders drauf. Aber ich denke, tief durchatmen ist in jedem Fall hilfreich. Atmen. Ich spüre schon. Irgendwie ist es freier. Ich höre mich wahrscheinlich immer noch sehr männlich an, aber das ist auch gut so. Fühle ich mich freier. Na, dann werden wir einfach jetzt mal hier noch ein bisschen liegen bleiben und es genießen. So machen wir das. Also liege ich da, eingemümmelt in der feuchten Luft und genieße jeden Atemzug. Wenn man schon mal in so einem tollen Stollen ist, dann
sollte man das auch ausnutzen. Und jetzt werden meine Augen auch zugegeben ein bisschen schwer. Puh. Aber was soll's. Da muss ich auch mal was gönnen. Hallo, aufwachen. Du bist im Feenwäldchen. Oh. Ah, ich habe so schön geträumt. Aber vielleicht geht der Traum ja weiter. So schließt sich der Kreis. Die meisten Besucher, die heute nach Saalfeld kommen, wollen sich hier ein bisschen verzaubern lassen. Unter der Erde, aber auch im Wald über der Grube. Mit sehr viel Fantasie und Spielfreude wurden die Feenwäldchen geschaffen. Und wer genau hinsieht und all die liebevollen Details entdeckt, der wird ein kleines Déjà-vu-Erlebnis haben. Ja, die Ähnlichkeit zur Kulturinsel Einsiedel bei Görlitz mit ihrer geheimen Welt von Thurisede ist nicht zufällig. Die liebevoll verrückten Holzbauer von der polnischen Grenze haben nicht nur inspiriert, sondern auch mitgewerkelt. Den Kindern ist es gleich. Sie haben hier grenzenlose Möglichkeiten, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Und irgendwie ist es doch auch beruhigend und mutmachend, dass Glasfaser-Ungeheuer trotz aller Computerspiele auch heute noch wirken und Spaß machen können. Die Feenwäldchen mit ihrem naiven Ansatz sind völlig anders als die großen Freizeitparks. Und doch können sie eines im Herz berühren. Da wird man als Erwachsener eigentlich auch ganz gerne mal wieder zum Kind. Das ist so zauberhaft hier. Wir haben das Feenwäldchen, wir haben die Lichtelfen, wir haben die Trolle, wir haben irgendwelche Waldgeister und angeblich sind sie ja alle mit der versteinerten Wurzel unten mit der Märchengrotte verbunden. Naja, auf jeden Fall kann man wunderbar hier seine Fantasie einfach Flügel bekommen lassen und sich einfach mal wieder so ganz klein fühlen, wie ich mich jetzt in der Hand dieses sehr lieben Riesenträums. Auf jeden Fall ist Saalfeld für mich jetzt nicht mehr nur noch ein Name. Entdeckungen in Deutschland.